Ich bin froh, hier zu sein beim dritten Unabhängigkeitstag, hier zu sein unter Freunden, alte Geschichten wieder aufleben zu lassen, mich zurückzuerinnern an eine, wo man wieder aufbauen kann, wo man unmittelbar mit seiner Arbeit Menschen helfen kann. Und zwar nicht nur den Kosovo-Albanern, sondern allen ethnischen Gruppen im Kosovo. Das ist ja auch ganz wichtig zu sehen. Und das, was wir über die letzten 12 Jahre versucht haben und auch erreicht haben, das, glaube ich, lässt sich sehen. Und das wird, glaube ich, in die Geschichtsbücher mal ab. Ich liebe aber auch ganz besonders die Berge. Ich liebe die Kultur, ich liebe dort die Menschen. Und ich glaube, dass es insgesamt eine gute Entwicklung ist. Wir haben nicht sonst immer gesagt, im Süden ist die Schweiz des Kosovo. Und alles ist so gut und auf positivem Weg.